Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Part von dem Community Let's Play. Ja, es ist nicht mehr weit, dass ihr mitspielen könnt. Oh ja. Okay, meine lieben Freunde, im letzten Part haben wir diese epischen Sachen hier alle abgebaut. Ne? Ja, genau, dann gehst du direkt wieder alles bunkern, ey. Nein, Spaß, das wollten wir abschalten. Ich baue mir jetzt erstmal noch ein paar Äxte und gehe dann noch ein paar andere Sachen fällen, beziehungsweise ganz normale Sachen, denn wir müssen ja unser Haus irgendwann mal schön machen, beziehungsweise hier so eine mächtige Metropole aufbauen. Ja, ich werde, glaube ich, da hinten jetzt was bauen. Ich überlege mir, wie ich es mir baue. Okay, ich gehe holzen. Ich mag holzen. Die ganze Zeit immer die scharfen Dinger schwingen. Nein, Spaß, das ist eigentlich nur so die schönen kleinen Äxtchen und die alle gegen einen Baum kloppen. Und dann funktioniert das. Aber wir haben jetzt mal ganz ehrlich, wir sind definitiv viel zu viele Schafe. Oh ja. Ist alles sterben. Aber Schafe droppen ja nichts aus der Wolle, deswegen. Ja. Boah, das sieht voll geil aus. Das ist einfach so ein Schneebiom, wo mittendrin ist Wüste mit einer Lagune drin. Ist doch voll cool. Das sieht auch richtig geil aus. Wir sind hier in Arabien. Nein, das ist Dubai 2.0. Auf jeden Fall, in Dubai ist auch ein Schneebiom. Natürlich. Direkt um die Ecke. Ja. Hallo Antarktis. Ist, direkt ist um die ja Ecke. Nicht mehr weit entfernt. Nee, deswegen ja. Ja, 100 Meter mit dem Bus. Nein, 20 zu Fuß. Machen wir noch ein paar Nullen dran und dann funktioniert das. Hui, was ist denn da Schönes? Sebald ist dieses mystische Holz, was mich eigentlich töten möchte, oder? Ich weiß nicht, will Holz mich töten? Oh ja, das will ich töten. Ah, okay, nein, ist nichts passiert. Oh, Mist, hat mir ein Herz abgezogen. Das wäre jetzt voll epic. Voll böse. Aber naja. Hui, jetzt fresse ich mir gleich ein Hühnchen in die Kiemen und dann stecke ich mir das sowas von kreuzweise in den Mund, dass es vorne wieder rauskommt. Oh ja. Ja, eigentlich, ich finde das voll schade, dass man sich nicht überfressen kann, beziehungsweise so richtig fett und kugelig werden kann. Kann man so durch die Landschaft rollen, ja, weil man einfach viel zu dick ist. Aber so Geschwindigkeitsboost, so. Dann siehst du immer alles so schräg, weil du nur so rumkugelst. Ja. Dafür leidest du an Übergewicht, aber sonst. Und du kannst nicht mehr so viel in den Rucksack reinpacken, aber dafür bist du schneller. Und du kugelst. So wie Cartman, so in etwa. Das wär's. Das wäre doch eigentlich total geil, ist mal ganz ehrlich. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Überall Bäume, alles nur Bäume. Und was macht der Alex Feines? Ich tue gerade Lehm unter Wasser abbauen, weil ich da mein Haus baue. Okay, in das Lehm. Nein, ich tue aber Lehm abbauen, weil ich vielleicht so ein Dach draus mache. Aus Lehm? Aus Ziegel. Ah, aus Ziegelstein. Nicht Ziegelstein. Oder machst du Ziegelbricks? Bricks mache ich. Ah, okay, cool, cool. Ist es denn viel Lehm, oder? Ist ja, nee, viel geht Lehm? Schon, aber Lehm kann ich ja noch farmen. Ich mach's Hauptsache weg, weil ich hier kein Lehm haben will. Sieht nicht so geil aus. Achso, ja, okay, das ist natürlich dann verständlich. Selbstverständlich. Boah, das ist sowas von interessant, wie ich einfach hier dieses epische Holz abbaue. Ich glaube, ich baue das so. Ich glaube, ich baue jetzt auch mal Holz ab. Nee, ich benutze dein Holz, das du abgebaut hast. Ich weiß. Du Schnorrer, du. Boah, wie viele Stacks habe ich jetzt eigentlich schon? Mindestens eins. Wow, ich habe 1,5 Stacks, normales Eichenholz. Aus frischen Eichen, mit Eicheln abgedingst. Ja, mit einer scharfen Axt, die mich total merkwürdig anguckt. Ich sieht so grau aus mit so einem großen, holzigen, langen Stab. Oh ja. Wer mich töten? Stehst du? Deine Axt? Mhm. Genau. So wie ein Chainsaw Massacre. Kennst du den Film? Nope. Schade. Boah, der ist geil. Der ist geil. Der ist zwar ab 18, aber der ist so richtig schön blutgesplattert mit der Kettensäge und dann kann man da so richtig, also der Typ, der ist eigentlich richtig heftig, der ist da so, läuft durch die Gegend mit der Kettensäge und dann Leute, die er nicht mag, ja, steckt hier die Kettensäge rein und boah, finde ich gut. Den Rest kann man sich dann denken. Mach ich auch immer. Ja klar, mach ich immer in der Schule, wenn mir langweilig ist. Mhm. Einfach mal Lehrerin durchschneiden, zwei Teilen. Meine Direktorin wollte noch nicht mit mir sprechen. Traut sich, glaube ich, nicht. Und kein Lehrer will sich aus irgendeinem Grund beschweren, das verstehe ich irgendwie auch nicht. Dabei bin ich doch gar nicht so böse. Ich möchte doch nur Menschen. Nein. Boah, aber das ist kein Menschenharakiri. Ich muss das hier fast noch kleiner machen, Alter. Ich muss das voll alles terraformen. Ja. Apropos Terraform, habe ich das nicht gestern schon gemacht? Ja, meine lieben Freunde, ihr wisst davon leider nichts. Aber wir haben ein wenig Minecraft gespielt und da haben wir so riesiges, beziehungsweise ich habe riesige Terraforming gemacht, was mich im Endeffekt total aufgeregt hat, aber naja, das war irgendwie total chillig. Beziehungsweise jetzt nicht ganz Minecraft so, sondern wir haben Feed the Beast gezockt. Ja, kennt ihr jetzt wahrscheinlich? Viele vielleicht nicht. Es sind so Modpacks für Minecraft. Ist eigentlich richtig geil. Mir gefällt's. Hat doch richtig Spaß gemacht.
So muss das sein. Müssen wir demnächst nochmal machen. Vielleicht kann man den Scheiß ja mal aufnehmen. Wer weiß. Ja, aber dann würde ich nochmal von vorne machen. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Hallo. Diese Ölplantagen und diese merkwürdigen Obsidianpenisse, die müssen wir ja wohl selbst finden. Ja. Ölplantage. Das ist eine Ölplantage. Ich wusste noch nie, dass Öl aus Bäumen kommt. Ich war richtig geschockt. Es war keine Ölplantage. Es war einfach das Öl spawnt random irgendwo auf der Map. Das Öl spawnt auf einem Baum. Willst du mich verarschen? Das ist physikalisch und biologisch einfach nicht möglich. Es geht nicht. Natürlich, das ist ein Gummibaum. Ah, Gummibaum. Cool. Was gut. Mhm. Okay. Okay. Der hat Öl hochgeleitet. Rausgesaugt. Okay. Und dann wurde da raus. Oh, schau mal. Ein Kackstift. Und dann wurde da raus. Ein Ölbaum. Penis! Okay. So, das war jetzt unsere Geschichte. Stell dich mal in das Haus und guck mich mal kurz an. Guck mich mal an. Guck mich an. Guck mich an. Warte kurz. Guck mich an. Einfach nur mich angucken. Ey, du Penner, du. Guck mich an, Mann. Warte mal kurz. Ich mach grad was. Nein, ich will nicht warten. Komm schon. Der Typ mit dem Off-Cape. Ich mach grad Schaufeln. Oh, wie schön. Willst du Terraforming machen? So wie ich das gestern gemacht habe. Guck mich mal an. Aus dem Haus. Einfach nur angucken. Komm schon, du schaffst das. Du schaffst das, Mann. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Zieh! Wo ist er denn? Wo bist denn du? Rechts. Wow. Eier weit werfen! Oh, der spuckt Eier, so ein Perversling. Okay. Jetzt halt keine Screenshots. Selber schuld, dann werde ich den Part halt nicht veröffentlichen. Aber warte kurz, warte kurz. Ich mache mir kurz eine gute Untersprache für einen Screenshot. Was machst du? Eine Fläche für einen Screenshot. Okay. Was wird das? Du hast mit dem Schaf aufgenommen. Boah, Gangster. Hätte ich mich nicht getraut. Ist das ein Penis? Oh, okay. Ich könnte ihn aus Holz bauen. Willst du die Eichel aus Holz bauen? Das ist so richtig drauf. Oh ja, ich kann mich mit Penis bauen. Man merkt's. Ist einer zu niedrig. Tada! Nein, nein, ist falsch. Hier links habe ich ein Problem. Bei dir rechts ausgesehen. Oh. Rechts, hier. Ja, sind nur zwei. Ja, und da sind drei, oder wie? Ja. Der war jetzt genau da, genau, genau. Und jetzt einmal hochspringen. Und jetzt warte. Warte Sekunde, so, das ist episch. Okay. Ich weiß zwar nicht, ob... Okay, gut. Warte, ich mach den Screenshot von unten. Okay. Tu ich so voll klein. Okay. So, jetzt machen wir was Feines. Wie lange haben wir schon? Hast du wieder Zeit jetzt da. Wie lange haben wir schon? Wir haben jetzt ungefähr, also ich nehme Audacity 9 Minuten auf. Okay. Aber jetzt kann ich mal ein bisschen länger machen als vorher. Ja, ich muss noch essen. Es ist noch so spät. Ich muss noch Abend essen. Deswegen. Wann isst du denn bitte Abend? Wenn ich Bock dazu habe. Klingt logisch. Ja, klar, hallo. Natürlich. Ja, wenn man tagsüber sonst keine Zeit hat. Wenn man tagsüber nur die ganze Zeit aufnehmen muss. Ja, das ist dieses YouTube-Leben. Das tut echt leid. Ja. Ich brauche eine Tüte Mitleid. Oh, jetzt habe ich mir selbst Mitleid gegeben. Ist das männlich? So. Oh ja, yeah, boah, das macht richtig Spaß, mit einer Axt hier durch die Gegend zu schaufeln und dann alles abzuholzen. Ja, mit Axt kann man schaufeln, meine lieben Freunde. Ich habe mich gerade eben nicht versprochen, sondern ich habe das bewusst gesagt. Ich schaufel mit Äxten. Wer tut das nicht, hallo? Klar. Hast du nicht mal versucht, mit einer Axt Boden du, einfach... Ich will jetzt nicht sagen, aber ich hole die ganze Zeit mit der Axt ab. Ach, Kohle. Kohle, genau. Ach, Kohle. Das ist vorhin halt gerade im Moment wirklich. Okay. LOL. Ja,
So, ich bin der Tobi von GOP und der. Diese Phase Alex ist völlig normal im Leben eines Jugendlichen. Das kann öfter passieren. Natürlich. Meine lieben Freunde, wenn ihr in die Pubertät kommt, habt ihr dieses Bedürfnis, einfach ständig irgendeine Scheiße zu sagen, wie Penis oder Adolf. Das seht ihr. Da, wie kommst du jetzt da drauf? Ich weiß nicht. Das ist so voll der Trend und so. Auf jeden Fall, das mache ich auch immer, wenn ich in die Schule komme. Ich? Also wir erstmal einen schönen Gruß da lassen. Ja, natürlich, wir grüßen uns immer, wenn wir in die Schule kommen. Die ganze Stufe, immer. Außer die Mädchen, die machen nicht mit. Ist voll traurig eigentlich. Aber naja. Obwohl, die machen es eigentlich auch manchmal. Die Jungen heutzutage. Nein, die Mädchen, die laufen mit Bärte rum und die Jungs, die grüßen nur. Was ist eigentlich gedoppelt schief gelaufen? Ich weiß nicht. Komme doch da nochmal drauf zurück. Ich glaube, ich bin nicht im Ersten Weltkrieg geboren. Das war, glaube ich, das Problem. Vor allem, weil Hitler auch im Ersten Weltkrieg war. Wenn ich im Zweiten Weltkrieg geboren wäre, hätte ich den nicht mitbekommen. Wäre ich klein gewesen, hätte ich es nicht gepeilt. Deswegen habe ich bewusst Erster Weltkrieg gesagt. Verstehst du? Ah, ja. Das klingt wenigstens so halbwegs logisch. Nein. Es pisst. Das Geile ist, ich höre, dass es pisst, aber ich sehe es nicht. Voll epic. Cool. Ich sehe nur so Regentropfen auf dem Boden, die aufklagen. Das denke ich mir auch immer auf der Toilette. Hm, cool. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Was der Alex sich auf der Toilette denkt. Oh ja, mit meinem Headset-Mikro drauf. Ja, das ist eigentlich voll pervers. Ja, auf jeden Fall war ich mir Musik auch. Das ist richtig pervers. Musik? Ich war auch noch auf Skype on. Du weißt schon, dass ich Skype-Lautstärke runtergemacht habe, ne? Das sagen sie alle. Ah ja, genau. Du hast keine Beweise dafür. Genau. Dann, ohne Scheiß, muss ich so tiefer hier gehen. Wow, ich hab einen voll Gangster, Motherfucker und so. Nein, die merkwürdige Sprache wollte ich hier abstellen. Da hat man ja gemerkt, wie du dich durchgesetzt hast. Ja, natürlich, oder? Okay, ich hab's geschafft. Was ist? Boah, so einen Behinderten in der. Let's Play dabei zu haben, ist schon immer schön. Nein, darüber machen wir keine Witze, das ist beschissen. Tobi. Hm? Boah, ohne Witz, jetzt pisst hier sowas von. Geht doch nicht mehr, hey. Warum wollte ich mir jetzt ein Steinschwert bauen? Skill. Skill for life, yay. Zack, die Bohne. Wo baust du eigentlich gerade? In so einer Lagune. Ich glaube, ich gehe dich mal besuchen. Yay. Boah, das ist der epische große Penis. Der sieht im Dunkeln viel. Der sieht im Dunkeln total episch aus. Jetzt bräuchte ich mir dieses hammergeile Licht, was du in dem anderen gefunden hast. Oh ja, das ist ja witzig. Dann würde das echt was hermachen. Tja. Also weißt du, oben drauf. Nee, immer so in bestimmten Abständen nach oben und dann zur Seite abspritzen. Wie schön. Wo ist denn hier Schnee und. Wüste. Einfach geradeaus rein, vom Dschungel übers Haus. Ach so. Aber da ist doch nur Schnee. Oder? Nee, in der Mitte ist ein bisschen Wüste. Ja? Ja, warte, ich spring mal. Da schneit's gerade. Bist du schon im Schneebiom? Ach so, im Schneebiom drin soll ich. Es ist im Schneebiom drin, diese kleine Lagune. Ach so, okay. Wo bist denn du genau? Ich laufe jetzt hin. Ich laufe hin. Ich bin auf minus 80 und 200. Renn mal über den Penis. Hab ich. Bist du jetzt halt kurz vorm Schneebiom? Ich bin im Schneebiom. Renn, geh noch mal kurz zurück. Ich bin auf so einem Baum. Penisbaum? Genau auf der Spitze. Nee, genau zur Grenze. Genau auf der Spitze, auf einem Baum. Okay. Definiere Baum. Ich höre Slimy. Slimy, wo bist du, Slimy? So ein Dingsbaum. Fichtenbaum. Da ist er. Da ist er, Tobi. Tobi, rückwärts. Hier. Da. Man sieht dich fast gar nicht, weil du auch so silbern bist. Ah, du machst jetzt hier so ein. Assassin's Creed und so. Assassin's Creed auf Abstürzen. Epicness. So muss das sein. Wo haben wir jetzt eigentlich? 20.46 Uhr, oh mein Gott. Ach, da, boah, es ist epic, Mann, ey. Ich glaube, ich backe mir gleich einen Döner. Wo hast du denn hier gebaut? Hä?
Was gibt's denn hier so Schönes? Ach, hier hat man eine wunderbare Aussicht. Hier ist voll epic, Mann. Hi. Da du bist. Hier habe ich gebaut. Hier tue ich gerade alles auf Terraform. Ach so, Terraform. Ich habe gedacht, du baust hier schon was. Nee, nee. Stück Creeper! Wow! Was willst du denn gesnackt? So, wow, das Ding kommt von hinten. Boah, voll OP-Stellung und so. Alter Vater, du gehst doch. Hier tue ich alles abgraben, hier ein bisschen rein. Hier wird dann voll die geile Lagune. Okay. Hier so rein und dann hier so einen kleinen Steg. Hier rüber ist so eine schöne Terrasse. Ach so, machst du das so wie im Fußballstadion. Hä? Was hat denn das mit dem Fußballstadion zu tun? Ich weiß nicht, das erinnert mich so an ein Fußballstadion. Mich jetzt auch so direkt. Ja. Ah, du baust da gerade einen Penis rein. Bist du genau. Bewusst? Ja, guck. Aha, kriss mich nicht runter. Ich bin schneller. Ich bin gleich wieder tot, deswegen. Gesteak! Ich bin gleich tot. Wie viel? 5. Oh mein Gott, was macht der da? Der läuft hoch. Oh, wo ist mein Waypoint? Ach, da ist mein Waypoint. Du wirst von einer Spinne gejagt. Und einem Skelett. Weißt du das? Zufällig? Mhm. Was versuchst du eigentlich gerade zu schlagen? Ah, 2 Creeper. Jo. 2 himmelgrüne Penis in der Landschaft. Können nur Creeper sein. Wo bist du? Da, wo du nicht bist. Wo? Oh. Nee, wo warst du jetzt ohne Witz? Ich bin stehen geblieben. Ja, wo genau? Hier, ich bin jetzt wieder bei meinem Haus. Okay, ich nicht. Ich bin jetzt wieder auf einem anderen. Komm mal kurz her. Nope. Überraschung für dich. Wow, ich bin fast runtergefallen. Nein, ich hab keinen Bock. Ich will keine Überraschungen. Ich hasse pädophile mit Süßigkeiten. Hör auf. Wo ist er? Da ist er. Ja. Wow. Guten Tag. Oh, cool. Yay, da hüpft er. Ja, man sieht, du hüpfst. Ja, ich seh's. Geht's dir gut? Du hast so richtig schön saftigen Fall in der Fresse. Oh. Gangster. So, jetzt craft ich. Wow! Schneepower aktiviert. Das Zombie will dich töten. Das Zombie? Ja. Das Zombie will dich töten! Hat Hunger auf Frischfleisch. Alex. Natürlich. Warum haben wir eigentlich so viele Schleimbälle? Weil wir ein Schleim. Aua! Boah, so ein Drecksvieh, Alter. Boah. Die Spinne, die wollte mich eiskalt aufhören zu pissen. Es gibt eine ganz einfache Theorie und eine ganz einfache Möglichkeit. Boah, müssen wir dann noch voll die krassen Wege machen und so. Aus Gravel. Wir bauen ja nicht direkt nebeneinander. Wupp, ich weiß. Ich baue auch im Moment gar nichts auf. Das ist ja ganz witzig in der Sache. Wo ich könnte ja langsam mal was bauen. Ich brauch. Okay. Nein, wir sind hier bei keinem Klangkonzert. Nein. Das hat sich jetzt leicht erotisch angehört. Okay. Was sollte es aus? Okay, das hat sich leicht behindert. Hey, darüber macht man keine Witze. Ich weiß. Deswegen habe ich auch nur behindert gesagt. Hätte ich gesagt, dass es Piep ist. Jetzt so wie South Park, ey. Natürlich. Schweck, weg, weg. Schwabbel, schwabbel. Wie macht eine Katze? Alter, wie macht eine Katze? Gern. Nein, miau! Kennst du das nicht? Bei mir nicht. Kennst du Minecraft? Bei mir schreit sie nur immer. Kennst du Minecraft? Minecraft! Kennst du das? Kenn ich. Boah, voll scheiße, ey. Gezogen, ne? Wie voll Crack gezogen. Hast du den Crack gezogen? Ja, Crack gezogen. Hast du einen fetten Joint gezogen, Alter, Dicker. Ja, Mann, voll geil. Der. Oh yeah, ich sag richtig ich, awesome. Ich hab 1000 Euro für den Stoff bezahlt. Oh ja. YouTube Money Haters. So sieht's aus, meine lieben Freunde. Ich hab immer noch nicht gerafft, also ja, bist ja noch tiefer drin in dem Schneebiom.
tief weit in den feuchten Gebieten des schneeigen Biomes. Es hat aufgehört zu pissen. Und boah, bei mir noch nicht. Bei mir schon. Ich suche zwar gerade die Lagune und. Hey, lol, kann sein, dass es wirklich nach. Dass der Regen wirklich weiterzieht. Ja. Ich habe einen Eisenbarren bekommen. Lol, der Fall ist voll krass, wusste ich gar nicht. Lol, warum regnet es hier noch und hier nicht? Lol. Wüste? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich bin im Schneebiom. Nein. Doch. Nein. Doch. Vielleicht, weil es da schneit. Nein, es schneit auch nicht. Vielleicht hast du Schnee ausgestellt. Oh, das kann sein. Es ist auf jeden Fall so ruhig. Ja, es schneit. Oh, Chicken. Ich liebe es, Chicken zu töten. Obwohl das eigentlich unsere einzige Hungerquelle ist, aber... Hungerquelle. Hungerquelle? Ja. Auf jeden Fall. Hungerquelle. Das Gegenteil. Ich krieg nur Hunger wegen den Hühnern. Verstehst du? Wenn die Hühner nämlich sättigen würden, dann wären... Ja, verbessert. Wow, hier ist ein riesiger Spalt. Nein, Tobis Mom. Oh, cool. Schön. Das ist eigentlich ein Kompliment. Okay. Wenn du das als Kompliment bezeichnest, liebe ich. Du musst es ja wissen. Boah, so ein Dreck, Mann. Jetzt mache ich auch so ein bisschen Terraforming. Dabei will ich ja nur ein bisschen Sand haben für die Glaswand. Ich habe genügend Sand für dich. Fick dich, ich bin jetzt Sand am Abbauen. Ich will jetzt sagen, aber ich habe wirklich 10 Stacks Sand. Cool. Freut mich. Fressenkeks. Yay. Ich habe leider noch keine Kakaobohnen. Verzieht sich noch ein bisschen. Tut mir leid. Nicht traurig sein. Denke an den Regenbogen, Glitzer-Glitzer-Vibrator. Mama, der sagt, ich will einen Kick, krieg aber keinen. Sowas nennt man klassische Erpressung. So ist das Leben. Böd. Böd, hart und grausam und gemeint. Böd, hart. Böse, grausam, hart. Genau, bam, bam, bam. Boah, das ist voll entspannt, hier so ganz, ganz viel Sand aufzubauen. Mit so einer schwulen, merkwürdigen Schaufel, die nur aus Stein besteht. Oh ja. Wie gesagt, bei mir gibt's Sand umsonst. Okay, cool. Aber ich muss für den Sand ja auch gar nicht bezahlen, sondern ich verschwende ja einfach nur das Cobblestone, das wir bis jetzt noch haben. Und Zeit. Ach wo, Zeit habe ich genug. Bin ja, ja noch. Vor allem jetzt, wo die Folge vorbei ist. Ist die Folge vorbei? Nein, die ist noch nicht vorbei. Doch, die ist vorbei. Haben wir schon eine halbe Stunde? Ach, du willst eine ganze halbe Stunde jetzt machen? Ich dachte, du willst bei 20 Minuten wieder aufhören. Nee, wir können noch ein bisschen. Also ich habe jetzt so, ich hab geplant, dass wir bis 9 Uhr machen. So. Weil, die letzte Folge war jetzt nicht eine halbe Stunde. Ich weiß. Ja, aber ich habe geplant, dass es eine halbe Stunde jetzt immer wird, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe eigentlich geplant, dass wir bis 9 machen. Nicht so. Wie lange ist noch bis 9? 5 Minuten. Okay. Das reicht doch, denke ich mal. Damit können wir unsere ganzen Abonnenten, glaube ich, noch ein bisschen befriedigen und dann sind die auch alle glücklich. Dann leuchten wir, glitzern und freuen sich einen ab. Mhm. Boah, könnt ihr eigentlich so einen Garten reinbauen. Kannst du machen. Boah, nein, jetzt kommt Wasser hierher. Nein, okay. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug Sand. Ja, hier ist nichts Sand reich. Yay. Wow, ein Schneeball. Wow, 3 Schneebälle. Alter, ich dachte gerade, da kam Creeper. Psst. Boom. Bam. Geht ganz schnell. Fuck no, boom. Wow, voll epic und so. Warum habe ich eigentlich den Schnee aus? Ach, egal. Und einen Gravel-Penis. Ah, einen Gravel-Penis, das geht gar nicht. Doch, war bei mir gerade. Das geht aber gar nicht. Natürlich. Das ist nicht möglich. Natürlich. Nein. Schott. Musst nur bei mir schauen. Die Ecken beim Penis müssen. Die fallen auch ja, runter. Ja, nur so ein kleiner, nur so ein 3 breit und ein hoch. Ach so ein Penis. Ja, der in der Wand ist. Ah. Kilis Originalgröße halt. Oh. Übrigens, hallo Kili. Viel Spaß beim Zuschauen noch. Okay. Der wird so richtig ragen, wenn er dich in der Schule sieht. Obwohl, es ist ja Wochenende. Komm mal preisen. Es ist ja dann Wochenende, also wird er dich dann am Wochenende, nächste Woche, wenn wir dann wieder aufnehmen wollen, ragen. Stimmt. Fuck no. Ja, ich arbeite nur mit Idioten. Nein, was ist. Ey, wie auch immer du jetzt darauf kamst, bin ich okay. Achso, fuck, jetzt hab ich. Okay. Nein, pscht. Ich bin auf keinen. Ich hab nichts gesagt. Die intelligenten Abonnenten unter uns können sich jetzt denken, worauf sich das bezogen hat, was ich gesagt habe. Aber naja.
Also ich check da nichts. Hast du es wirklich nicht gecheckt? Nein, ich hab's wirklich nicht gecheckt, ob ich genau. Natürlich hab's gecheckt. Bist du sicher? Bist du wirklich sicher, dass du es nicht gecheckt hast? Ich liebe es, Menschen zu verwirren, das ist immer so lustig. Vor allem, es gibt einen in der Schule. Das ist ein. Okay, das ist eigentlich voll fies. Der hat rote Haare. Ich wollte was anderes benutzen, aber nein. Das ist eigentlich voll fies. Und der ist ja eigentlich ganz freundlich und sowas, aber den kannst du so leicht einfach. Ach, ja, natürlich. Immer noch. Die sind auch so nichts anderes zu gebrauchen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Den kann man einfach so leicht beeinflussen. Das ist so einfach. Das ist so einfach, das ist einfach. Das ist. Zahlt der Geld für Arschfick? Natürlich. Nein. Jetzt weiß ich, was du meinst. Nein, tut er nicht. Ja, kannst du gleich sagen. Nein, das wollte ich aber nicht sagen. Das sagt man nicht. Arschfick ist ein böses Wort. Das haben wir jetzt aus unserem Wortschatz herausgenommen. So. Arschfick. Was? Definiere Arschfick. Mir das Wort. Piep. Ich habe das jetzt aus meinem Wortschatz zensiert. Was? Piep. Genau das meine ich. Ich glaube, da kommst du, oder? Nein, da kommst du nicht. Ich habe gedacht, du kommst hart und heftig von vorne. Aber kamst du doch nicht. Traurig aber auch. Tut mir echt leid. Mein Beileid. Ich gehe dich mal besuchen. Der Tobi auf die mystische Welt. Ja, ich gehe dich besuchen. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Warst du gerade erst bei mir? Ich war gerade eben, das war vor 10 Minuten. Und ich wollte fragen, wie es dir geht und was du so Schönes machst. Deswegen wollte ich mit dir dann dahin gehen. Ja, deswegen kommst du zu mir. Ja, genau. Scheiße, ich habe die Orientierung verloren. Nein, habe ich nicht. So wie voll bitter. Vor allem in diesem kleinen Wald. Der irgendwie wiederum total niedlich ist. Ich finde die scheiß Lagune nicht. Oder vielleicht. Alter, ich muss ja noch so viel wegfahren. Ja, Mann. Geh wegfahren. Du bist doch schon fast in der Nähe. Ach, stimmt. Schau mal, ich spring mal. Stimmt, ich sehe dich. Ist mein Name, ja? Ja, ich sehe den Namen. Kannst sneaken. Jetzt bist du weg. Scheiß, die Wand an. Ist voll bitter und so. Ich seh dich. Nein, ich spring da jetzt nicht runter. Wow, das sieht fucking epic aus. Das alles so mit meinem Holz. Ja, ich muss das hier vor allem. Das wäre noch richtig müßig, das Ganze hier abzufahren. Okay. So, hier weiter austeilen. No. Kann ich dir helfen? Nö. No. Gerade nicht. Reicht schon wieder, Tobi. Du weißt schon, dass wir genügend Eisen haben, ne? Ja. Nein, haben wir nicht. Wir haben viel zu wenig Eisen. Wir hatten doch noch 20 in der Kiste. Ja, und es ist viel zu wenig. Wenn wir 5 Stacks haben, dann haben wir genug Eisen. Ja, ich sag da was ich meine. Boah, das sieht voll epic aus. Was baust du hier eigentlich? So ein Strandhaus? So ein Strandhaus, ja. Okay. Boah, ich glaube, ich sollte mal das pervers. Ach, genau. Nein. Von hinten können wir vielleicht noch so einen Wintergarten oder sowas reinmachen. Was weiß ich. Das geht auch. Von hinten. Vielleicht so mit einer unterirdischen Unterführung und sowas richtig rein. Jo, das wäre cool. Okay. Ein Unterschied. Wo liegt vorne hinten was? So, jetzt gehe ich das richtige Haus weiterbauen. Obwohl wir eigentlich schon wieder Schluss haben. Scheiß die Wand, wir haben 21 Uhr. Schluss. Ja, wir haben Schluss. Ja, wir haben Schluss. Schule hört auf. Ja, die Bildung von Tobi und Alex, die hört jetzt langsam auf. Tut mir echt leid. Ich hoffe, eure Intelligenz wurde gefördert. Wir haben euch mit Liebe berieselt und dann funktioniert Penis. Das. Ich sag jetzt was. Nein, das sage ich nicht. Warum haben wir hier eigentlich so viel Gras? Weiß nicht, wir wollten doch investieren, dachte ich. Stimmt, wir wollten reich werden. Gras. Ja, genau. Ja. Also dann, bis nächste Folge. Achso, du wolltest jetzt schon abmoderieren, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, okay, meine Liebe. Ich wollte jetzt schon abmoderieren. Alter, wie ich einfach über den Boden fliege. Alter Falter, boah, voll der Gangster. Ja. Schau mal, sneak mal und hab gleichzeitig mit dem Schwert geblockt. Dann machst du gar keine Bewegung mehr, wenn du dann W vorne drückst. Kaum. Mit den Füßen. Gar keine mehr, ne? Außer, nee, du musst stillstehen und dann loslegen. Lol, jetzt geht's nicht mehr. Ja, meine Freunde, wir haben gerade einen Bug entdeckt. Yeah, wir haben Minecraft zum Buggen gebracht, genau. Oder wir haben diesen Server verfolgt. Genau, und daran werden wir uns auch noch in 10 Jahren dran erinnern. Ich glaube nicht. Doch. Ja, okay, du vielleicht. Heben wir denen ein. Das glauben die schon noch. Okay, ich nicht. Also dann, meine bis Freunde, zur... Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns ein Däumchen da lassen. Wir fressen ihn auf und wir sehen uns. Bis demnächst. Tschüss. Genau. Servus.